Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute erzähle ich euch, was die Diamond Clean so besonders macht, warum sie so teuer ist. Das sind nämlich einmal die verschiedenen Putzprogramme, die ich euch erklären werde. Und das andere ist das Kit, das ihr dazu bekommt, also das Zubehör. Auch das stelle ich euch in diesem Video vor. Oskar ist auch wieder am Start. Dem war ein bisschen kalt, darum habe ich ihm eine Mütze aufgesetzt. Ja, der passt auf, dass ich euch auch keinen Scheiß erzähle. Also, bleibt dran! Die Diamond Clean hat im Vergleich zu anderen Modellen von Philips Sonicare 5 verschiedene Putzprogramme. Das ist einmal Clean, White, Polish, Gum Care und Sensitive. Das Clean-Programm dauert 2 Minuten und ist das Standard-Putzprogramm. Es ist also von der Intensität her für den täglichen Gebrauch geeignet. Es entfernt Plaque und es reinigt sehr, sehr gründlich und ist das Standardprogramm. Das White-Programm dauert 2,5 Minuten. Ihr habt 2 Minuten lang immer einen Wechsel von einer normalen Intensität und einer stärkeren Intensität. Das geht immer hin und her, normal, stark, 2 Minuten lang. Und dann folgen nochmal 30 Sekunden, indem ihr die Zähne polieren sollt, und zwar die Schneidezähne oben und unten. Dabei erscheint auch ein Signalton nach 15 Sekunden. Das heißt, ihr wisst nach 15 Sekunden, wo ihr nur oben geputzt habt, könnt ihr wechseln und 15 Sekunden lang nur unten putzen. Mit dem Programm sollen die Zähne eben gründlicher gereinigt werden. Die Zähne sollen, die Verfärbung sollen entfernt werden. Damit sollen die Zähne auch ein bisschen heller wirken und die Zähne werden etwas poliert. Das Polierprogramm gibt es auch einzeln, Polish nennt sich das, das ist das dritte Programm der Zahnbürste. Das dauert 1 Minute und auch das ist für die Schneidezähne gedacht, dass ihr 30 Sekunden lang die oberen Schneidezähne poliert und 30 Sekunden lang die unteren Schneidezähne. Das vierte Programm, das ist das Gum Care Programm, das dauert insgesamt 3 Minuten. 2 Minuten lang habt ihr das normale Clean Programm, die normale Putzfunktion, damit ihr eure Zähne reinigen könnt. Und wenn die 2 Minuten um sind, folgt noch eine dritte Minute. In der Minute ist das Putzprogramm etwas sanfter und in der Zeit sollt ihr das Zahnfleisch gründlich massieren und reinigen und ausbürsten. Das heißt, die letzte Minute ist speziell zur Zahnfleischpflege geeignet. Deswegen nennt es sich auch Gum Care. Das fünfte Programm, was die Zahnbürste hat, ist das Sensitivprogramm. Das ist insgesamt, das dauert auch 2 Minuten, ist aber eine sanftere Schwingung und eine niedrigere Intensität. Das ist gut geeignet bei empfindlichen Zähnen oder empfindlichen Zahnfleisch. Als ich die Bürste bekommen habe, damals neu, gab es, und das hat Philips ganz schlau gemacht, am Anfang eine Easy Start Funktion. Das heißt, wenn ihr die Bürste neu bekommt, dann sind die ersten Anwendungen von der Intensität her geringer, wenn ihr das Clean-Programm verwendet. Und die Intensität werden gesteigert. Die ersten 14 Anwendungen werden kontinuierlich mehr und mehr und mehr von der Intensität her, bis ihr nach 14 Anwendungen schließlich die Originalintensität erreicht habt, die die Zahnbürste normalerweise hat. Das Programm, diese Funktion, die Easy-Start-Funktion, könnt ihr auch ausschalten, indem ihr den Knopf 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt haltet, dann ertönt ein Signal und ihr habt die Easy-Start-Funktion ausgeschaltet, wenn ihr den nicht benutzen möchtet. Und genauso, wenn ihr ihn gedrückt haltet, erscheinen 2 Signaltöne, um sie wieder zu aktivieren. Also ihr könnt euch das aussuchen, wenn ihr die Zahnbürste bekommt, ob ihr diese Funktion verwenden wollt oder nicht. Ich finde sie aber sehr empfehlenswert, weil wenn ihr zum ersten Mal mit einer Schallzahnbürste putzt, ist es extrem gewöhnungsbedürftig. Also bei mir war es so, mein ganzer Mund hat gekribbelt und gekitzelt und es hat in alle Richtungen gespritzt und es war richtig ungewohnt. Und ich habe auch die ersten Wochen lang nur mit dem Sensitivprogramm geputzt, um mich erstmal dran zu gewöhnen. Und selbst das Sensitivprogramm kam mir am Anfang schon relativ stark vor. Aber dann gewöhnt man sich dran. Und irgendwann war das Sensitivprogramm zu lasch für mich und ich wollte eine stärkere Reinigung erzielen. Und seitdem putze ich fast nur noch mit dem Clean-Programm. Das Clean-Programm verwende ich jetzt eigentlich tagtäglich.
Was ich noch ab und zu mal benutze, ist das Sensitivprogramm. Und zwar immer dann, wenn ich doch mal ein bisschen empfindliches Zahnfleisch habe. Zum Beispiel, weil ich mal wieder zu ungeduldig war und herzhaft in eine Pizza gebissen habe, die aber leider noch viel zu heiß war, weil ich nicht warten konnte, bis sie kalt ist. Was mir ganz gerne mal passiert, muss ich gestehen. Ich bin da manchmal etwas ungeduldig, wenn ich hungrig bin. Und wenn ich mich dann irgendwo am Gaumen verbrannt habe, dann nutze ich ganz gerne mal die Sensitivfunktion. Bin also ganz froh darüber, dass ich diese niedrigere Intensität immer noch mal verwenden kann. Ab und zu nehme ich auch noch die White-Funktion, wenn ich meine Zähne noch gründlicher reinigen möchte als ohnehin schon und noch mal eine extra Pflege verwenden möchte, dann nehme ich die White-Funktion. Diese Polish-Funktion und Gum-Care benutze ich persönlich nicht, ist aber für manche Menschen bestimmt auch ganz sinnvoll. Das sind also die 5 Putzprogramme, die sie hat, die Zahnbürste so besonders macht, warum sie auch so teuer hat. Andere Modelle sind etwas günstiger. In einem anderen Video gehe ich auf jeden Fall nochmal auf die anderen Modelle ein und erkläre die und den Vor- und Nachteil. Und ob es nicht auch ein günstigeres Modell tut, ob das nicht ausreicht, ob man wirklich so viel Geld investieren muss wie in die Diamond Clean. Das ist jetzt eben das teuerste Modell, was es gibt. Aber jetzt kommen wir auch noch zu dem Kit, was es dazu gibt, was diese Zahnbürste echt genial macht. Und zwar ist das einmal das Reiseladeetui. Und ich liebe dieses Etui. Es ist bestimmt nicht für alle unter euch so sinnvoll, wie es für mich ist. Wenn ihr zum Beispiel nicht viel reist oder es euch nicht so wichtig ist, dann braucht ihr das Etui nicht. Aber ich finde es einfach genial. Und zwar ist es extrem praktisch. Ihr könnt eure Zahnbürste darin transportieren. Und ihr habt Platz für 2 Bürstenköpfe. Entweder wenn ihr selbst 2 benutzt oder wenn ihr euch die Zahnbürste mit eurem Partner teilt oder mit Geschwistern oder wem auch immer, dann finden 2 Bürstenköpfe daran Platz. Ihr könnt sie also daran transportieren. Aber nicht nur das, ihr könnt es auch direkt hier rüber laden. Und zwar gibt es so ein Kabel dazu mit einem Adapter. Ihr könnt aber auch jeden normalen Apple-Adapter verwenden, wenn ihr keinen zusätzlichen Adapter mitschleppen wollt. Und ja, dann könnt ihr das Ganze entweder über den Adapter mit einer Steckdose laden oder aber direkt über euren Laptop. Das heißt, ihr braucht nicht noch die Ladestation mitzuschleppen, wenn ihr auf Reisen seid. Und das finde ich persönlich richtig genial. Wenn ihr nicht das Reiseladeetui benutzt, zum Beispiel, weil ihr nicht auf Reisen seid, sondern zu Hause, logischerweise, dann gibt es eben diese Ladestation, die gehört in die Steckdose, das kann man also nicht über den Laptop laden. Bei der Ladestation gibt es 2 verschiedene Aufsätze. Ihr bekommt, je nachdem was ihr kauft, nur einen von beiden. Ich habe damals die Studentenversion gekauft, über die Uni, und dort gab es diesen Plastikaufsatz dazu. Da kommt dann die Zahnbürste rein und lädt so. Oder aber statt diesem Plastikaufsatz gibt es auch ein richtiges Glas, wo ihr die Zahnbürste dann reinstellen könnt und dann lädt sie auch so. Ich persönlich finde das Glas einen Tick schicker, also wenn ihr ein Badezimmer habt, was groß genug ist, was bei mir überhaupt nicht der Fall ist, mein Badezimmer ist wirklich winzig klein, dann könnt ihr die natürlich dauerhaft irgendwo hinstellen, diese Ladestation mit dem Glas, und das sieht ganz schick aus. Und wenn ihr die Zahnbürste laden müsst, stellt ihr die Zahnbürste einfach ins Glas und dann lädt sie. In dem Fall finde ich so ein Glas schon schöner als dieses Plastikding. Ansonsten tut es das Plastikding auch, weil bei mir ist es so, die Ladestation ist sowieso unterm Waschbecken im Schrank verstaut. Und wenn ich die Zahnbürste laden muss, hole ich sie raus und stecke es an der Steckdose. Von daher ist das für mich auch okay. Das Glas gehört eigentlich meinem Freund, das war dabei, als er sie gekauft hat. Ich glaube auch meistens ist das Glas dabei und nicht dieses Plastikding. Ich habe das Plastikaufsatz aber auch schon ein paar Mal gesehen. Also, was macht die Diamond Clean so besonders? Das sind einerseits die Putzprogramme, auch über die kann man jedoch auch streiten, ob man die wirklich alle braucht. Die FlexCare zum Beispiel hat zwar weniger Programme, kann dafür aber pro Programm unterschiedliche Intensitäten einstellen, hat dadurch also sozusagen auch mehr
Programme. Deswegen ist das so ein Punkt, ja, ist ganz nett. Aber für mich persönlich ist auf jeden Fall dieses Reiseladeetui ausschlaggebend, weswegen ich niemals ein anderes Modell kaufen würde, weil ich es einfach so liebe und so sehr brauche und es so praktisch finde. Und das ist für mich ein absolutes Must-Have geworden, ohne dass ich nicht mehr unterwegs sein möchte. Und das Geniale und eben auch Innovative an diesen Schallzahnbürsten, also nicht nur an der Diamond Clean, sondern auch an den anderen Modellen, ist eben, dass die Zahnbürste über die Bürstenköpfe hinaus reinigt, ungefähr 1 bis 2 mm. Und zwar funktioniert das so, durch diese Schallbewegung, durch diese Schwingungen der Borsten, entstehen ganz kleine Bläschen der Zahnpasta. Und diese Blasen, die dort vorne entstehen, die werden von der Zahnbürste auch auf den Zahn gedrückt und sogar in die Zahnzwischenräume gedrückt. Und auch diese Bläschen haben eine reinigende Wirkung. Das heißt, diese Zahnbürste reinigt nicht nur da, wo sie den Zahn berührt, sondern auch ein kleines bisschen darüber hinaus. Und das ist eben das Geniale bei den Schallzahnbürsten, dass sie auch dort reinigt, wo sie den Zahn vielleicht gar nicht unbedingt berührt. Das heißt, wenn man zum Beispiel müde ist, ist es auch eine geniale Sache, weil die Zahnbürste trotzdem besser reinigt, wenn man ein bisschen schlusiger ist, sage ich mal. Und man hat einfach jedes Mal, wenn man sich die Zähne putzt, auch einen kleinen Effekt, den Zahnzwischenraum zu reinigen. Das dürft ihr aber bitte, bitte nicht verwechseln mit der normalen Zahnzwischenraumpflege. Es ersetzt nicht Zahnseide oder Interdentalbürstchen. Trotzdem müsst ihr eins von beiden unbedingt noch verwenden. Was für euch persönlich besser ist, da fragt ihr bitte euren Zahnarzt, weil das individuell ganz unterschiedlich ist. Aber eins von beiden muss trotzdem noch verwendet werden. So gut ist die Schalltechnologie dann doch noch nicht, dass sie auch den Zahnzwischenraum reinigen kann. Aber Zahnseide oder Interdentalbürstchen verwendet man ja in der Regel nur einmal täglich. Und eure Zähne putzt ihr hoffentlich häufiger als einmal am Tag. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr euch die Zähne putzt, habt ihr ein bisschen diesen Effekt, dass auch der Zahnzwischenraum etwas mit gereinigt wird. Und das ist eben das Geniale an diesen Zahnbürsten. Wenn ihr wissen wollt, ob eine Schallzahnbürste für euch die richtige Zahnbürste ist und die richtige Putztechnik, dann fragt bitte euren Zahnarzt. Es gibt ja auch noch rotierende Zahnbürsten oder eben Handzahnbürsten. Muss jeder selbst gucken, was für ihn das Beste ist. Die Schallzahnbürste ist aber auf jeden Fall eine Zahnbürste, die die breite Masse abdeckt, womit die allermeisten zurechtkommen und die auch für die meisten Patienten gut geeignet sind, die der Zahnarzt guten Gewissens empfehlen kann. Ich habe ja bereits ein Video gemacht über den Vergleich Schallzahnbürsten im Gegensatz zur Handzahnbürste. Das Video werde ich euch auch nochmal verlinken. Ich spiele auch mit dem Gedanken, noch ein Video zu machen, Schallzahnbürste im Vergleich zur rotierenden Zahnbürste. Das wird, denke ich, auch nochmal kommen, Video dazu. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Bedenken habt, ob das die richtige Zahnbürste ist, fragt euren Zahnarzt. Genauso, wenn ihr beim Verwenden einer Schallzahnbürste Unwohlsein verspürt, Schmerzen habt, Zahnfleischbluten bekommt, dann fragt auch euren Zahnarzt und was ihr berücksichtigen solltet. Wenn ihr einen Herzschrittmacher habt oder ein Implantat, dann klärt das auf jeden Fall mit einem Arzt ab und auch eventuell mit dem Hersteller des Herzschrittmachers oder des Implantats, weil es natürlich wie bei jedem elektrischen Gerät zu elektrischen Feldern kommt und das Wechselwirken kann, aber nicht muss. Das klärt bitte auch mit eurem Arzt oder eben auch Hersteller ab. So, ich glaube, das war alles, was ich euch erzählen wollte. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch helfen konnte, dass es informativ war für euch. Und wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, ob ihr auch die Diamond Clean verwendet oder ein anderes Modell von Philips Sonicare oder vielleicht eine ganz andere Zahnbürste. Ich bekomme immer gerne euer Feedback und kriege eure Meinung. Und natürlich würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten und bin immer ganz happy, wenn ich das sehe, dass einer dazugekommen ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!